Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde der gepflegten körperlichen Ertüchtigung. Es ist Samstag früh, es ist jetzt kurz nach 9. Die Sonne scheint, es ist blauer Himmel, es sind angenehme Temperaturen. Was gibt es da Besseres als ein kleines Leuchten? Und bei mir steht heute nicht irgendein Trainingslauf oder Dahingeschlender an, sondern bei mir steht heute der Leipzig-Marathon auf dem Plan. Vor anderthalb Wochen oder 2 Wochen hat man bekannt gegeben, dass man den Leipzig-Marathon auch virtuell austragen kann oder daran teilnehmen kann. Und das mache ich heute. Ich packe jetzt meine Tasche mit, getreu nach dem Motto, ich gehe nicht shoppen, ich gehe trainieren. Hab ein bisschen Wasser, ein paar Gels, ein bisschen Musik. Mal sehen, was ich brauche. Das lege ich mir alles unten in die Garage und werde jetzt 3 Runden laufen. So ist der Plan, Runde 14 Kilometer. Damit komme ich auf meine 42 Kilometer. Werde dann mal gucken, noch die 0,195 Kilometer muss ich noch irgendwo ranhängen, dass es ein richtiger Marathon wird. Aber das kriegen wir auch irgendwo geregelt. Das heißt, ich deponiere die Sachen hier bei mir, laufe 3 Runden, laufe immer wieder ran, nehme einen Schluck Wasser. Verpflegt mich und dann geht's weiter. Auf der ersten Runde werde ich auch die Kamera mal mitnehmen, werde ich ein paar Eindrücke zeigen, aber es wird jetzt echt das Laufen im Vordergrund stehen. Ich werde nicht die Kamera irgendwo hin positionieren und werde ein paar schöne Aufnahmen machen und dreimal hin und her laufen. Ich glaube, ich laufe heute genug und da ist es einfach nicht drin, sich jetzt noch drum zu bemühen, ein paar schöne Aufnahmen, ein paar schöne Darstellungen irgendwie in den Kasten zu kriegen. Deswegen seht es mir nach. Es wird wahrscheinlich etwas sporadisch gefilmt werden, aber heute steht auch das Laufen im Vordergrund und nicht unbedingt schöne Bilder. Also, wir sehen uns unterwegs. Bis gleich, bleibt dran. Hier am Augustusplatz hinter uns der Weisheitszahn im Berggebäude. Kennt ihr euch aus in Leipzig? Also ich muss mich gerade echt zügeln. Irgendwie laufe ich hier mit 420er Schnitt. Das kann so nicht gedacht sein für 42 Kilometer. Deswegen jetzt ein bisschen runterfahren. Ich bin jetzt in Leipzig-Ilbling. Das sind noch gut 300 Meter. Da vorne ist das Völkerschlachtdenkmal. Da wird gewendet. Erste Sechstel geschafft bei 7 Kilometer. Aktueller Schnitt 4,39. Doch ein bisschen windig. Aber so habe ich auf dem Rückweg wenigstens immer Rückenwind. Also da, Völkerschlachtdenkmal. 200 Meter, dann Wende. Kilometer 7, Wende und wieder zurück. Oh, jetzt mit Rückenwind. Wow, das geht ab. Erstes Drittel ist rum, 14 Kilometer. Genau 4,40 im Schnitt. So kann es weitergehen. Jetzt gibt es einen Schluck Wasser aus der Flasche. Und dann geht's weiter. Also, wir sehen uns. Kilometer 18. Aktuell immer noch 4,40. So kann es weitergehen. Jetzt kommt so eine blöde lange Gerade. Das ist ein Stück, wo man ganz schön festgehen kann. Aber das werden wir jetzt mit Leichtigkeit rocken. Musik.
So, Halbmarathon durch. In 1,37 so kann es weitergehen. Jetzt geht es nur noch bergab. Zweite Runde, jetzt fast durch. Kilometer 28. Immer noch exakt 44. Jetzt kurze Trinkpause. Und dann geht's weiter. Mein Ziel sprint jetzt. Und wir gehen trotzdem noch mal 4,30. Lange 400 Meter. Fertig. 4,42er Schnitt. 3,18. Für den ersten Marathon geht's schon, ne? So, ich trage jetzt meine Zeit ein. Jetzt wollen wir mal kurz nachgucken, dass ich auch das Richtige eingebe. Also. Marathon, 3 Stunden, 18 Minuten und 10 Sekunden. Und Änderung speichern. Sehr gut, das war's. So einfach geht's. Ja, und da haben wir auch die Urkunde jetzt gleich per Mail bekommen. Sehr schön. Wunderbar. Freut mich. Ja, Freunde der gepflegten körperlichen Ertüchtigung. Heute ist Sonntag. Ich habe mich ganz gut wieder regeneriert. Geht ganz gut. Bin echt erstaunt. Werde jetzt auch gleich noch eine Runde zum Mountainbiken gehen. Die Beine wieder ein bisschen locker kurbeln. Und das schöne Wetter genießen. Denn die nächsten Tage, mal schauen, sieht es ein bisschen regnerischer aus. Deswegen jetzt nochmal Sonne zum Tanken. Sehr gut, also ich bin erstaunt, dass es gestern so gut ging. Trotz meiner nicht ganz so guten Vorbereitung. Das wollte ich auch im Vorfeld nicht ganz so thematisieren. Also der Marathon wurde abgesagt vor 4 Wochen, 5 Wochen. Und seitdem habe ich auch nicht wirklich trainiert, sondern nur ein bisschen Sport gemacht.
War mal ein bisschen laufen, aber jetzt kein konkretes Training, also das war echt entspannt. Und vor 2 Wochen kriege ich eine E-Mail vom Leipzig Marathon, dass das Ganze auch virtuell ausgetragen werden kann. Und du deine Zeit übermittelst und festlegst, welchen Wettkampf du machst. Also ich hätte auch Halbmarathon oder 10 Kilometer Lauf machen können. Und so habe ich mich für den Marathon entschieden und habe jetzt versucht, in 2 Wochen wieder ein bisschen ins Training reinzukommen. Bin in den 2 Wochen jetzt dreimal schnelle 10 bzw. 12 Kilometer gelaufen. Also ein bisschen als Tempo-Dauerlauf. Der letzte war auch jetzt nochmal in der Woche gewesen. Der hat sich gut angefühlt. Das war nochmal 12 Kilometer im 4,28er Schnitt. Das war gut. Und einen langen Lauf hatte ich noch letztes Wochenende. Also da ging nochmal über 23 Kilometer. Bin auch nochmal einen Berg eingebaut mit und bin da über den Berg drüber. Hat soweit echt gut funktioniert. Deswegen war ich erstaunt, dass das gestern so ohne weiteres geklappt hat. Vielleicht auch, weil ich so entspannt an die Sache rangegangen bin. Wollte das Ding durchziehen, das war die oberste Prämisse. Und gucken her, 3,30 war so das Minimalziel. Bin losgelaufen mit 4,40. Das hat sich eigentlich gut angefühlt. Halbmarathon, Stunde 37 durch, immer noch 4,40. Nächste Runde raus, hat auch gepasst. Ja, und dann die letzten 5 Kilometer, klar. Dann irgendwo ab Kilometer, weiß ich nicht, 35, 36, 37, wird es dann halt ein Marathon und dann werden die Beine schwer und dann kannst du auch nicht mehr viel machen, außer irgendwie die Zähne zusammenbeißen und das Ding noch durchziehen. Und das habe ich auch gemacht. Zwischendurch hatte ich noch mal kurz die Hoffnung, oder gegen Ende hatte ich die Hoffnung, im 3 Stunden 15 Bereich zu landen. Dann müssen aber die letzten Kilometer noch mal in 4,30 durchlaufen und das wollten die Beine einfach nicht. Und so bin ich aber jetzt echt zufrieden mit 3 Stunden 18 und 10 Sekunden. Meine Zeit habe ich schon übermittelt. Urkunde habe ich mir angeguckt. Wunderbar, jetzt angeblich soll ich auch die Medaille geschickt bekommen. Da werde ich mal sehen, was da kommt. Aber finde ich echt eine coole Sache vom Leipzig Marathon, dass man das jetzt so ausführen kann. Und hat Spaß gemacht. Ich habe mich bewegt. Das kann nur von Vorteil gewesen sein. Habe ordentlich Sonne getankt. Die war doch recht intensiv. Hat mich gefreut, dass der Felix und seine Freundin, die Mandy, zusammen mich begleitet haben. Haben auch die Aufnahmen gemacht, die ihr gesehen habt. Und ja, Getränke gereicht und mich moralisch und seelisch unterstützt. Das war echt viel wert, als wenn man das ganz allein macht. Klar, wenn du sonst den Marathon wirklich läufst als Wettkampf und ringsrum noch Zuschauer stehen, dann wird das auch nochmal andere Motivation sein. Aber für den Kopf war das schon deutlich besser als ganz allein. Also die erste Runde bin ich allein und dann die zweite und dritte Runde hatte ich dann Begleitung und das war echt gut. Ja, ich schneide jetzt das Video zusammen und dann werde ich schauen, dass ich das zeitnah hochlade. Hat mich gefreut, dass ihr dabei ist, wie ihr es seid. Vielleicht hat es euch auch motiviert. Ein Freund hat mir auch schon geschrieben, dass er von meiner Instagram-Story sich beeinflussen lassen hat und auch gleich noch einen 10-Kilometer-Lauf gemacht hat. So soll es sein. Das freut mich, wenn ich so ein Feedback bekomme. Und genau. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. RIP.